Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und wir machen mit dem Team von gestern einfach mal weiter. Ja, wie war die Goyoto-Tour für euch? Habt ihr viele Shinies bekommen, gute legendäre Pokémon und so weiter? Ja, ich habe drei große Kritikpunkte an dem Event. So war das Event echt spitze. Aber ich habe drei große Kritikpunkte. Zum einen mit diesen Arena-Leitern. Entweder man hat keinen gefunden oder es waren Team Rocket-Typen da. Und ja, ich habe die Aufgabe letzten Endes nicht geschafft, obwohl ich den ganzen Tag gezockt habe. Hab gerade nur einen Leiter getroffen. So, hier gehen wir mal raus. Gut, bis Feuerodem, das ist schön. Haben wir das rausgelockt, das ist in Ordnung. Und das ist die Gift-Variante, ist das in Ordnung? Ja, der zweite Kritikpunkt ist einfach. Ja, was soll ich sagen? Einfach echt doof, meiner Meinung nach. Dass, ja, das Event so vollgestopft war. Es waren einfach zu viele Aufgaben. Nach meiner Meinung. Es waren einfach zu viele Aufgaben. Definitiv. Sehr schön, dann dürfte ich jetzt hoffentlich runterfahren können. Du dürftest höchstens Säurespeilen kriegen. Ach, ich werde eh nicht schön. Muss Pion Draghi irgendwie sweepen. Okay, du schaffst sogar noch ein Fenster. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, aber egal. Und ich überlege gerade den dritten Punkt. So, hier machen wir erstmal den Psy-Schub. Und gehen jetzt in Pion zu dem Draghi. Okay, er hat natürlich genau die perfekten Konter parat. Ich überlege gerade den dritten Kritikpunkt. So vollgestopft, das Event. Was war's noch? Es war ja nicht nur vollgestopft, sondern allgemein. War das einfach zu viel? Oh, ich kann mich gerade sonst nicht konzentrieren. So, vielleicht kriegen wir noch ein Schild. Ja, schnell rüber. Ja, den Kampf werden wir hier nicht mehr für uns entscheiden können, leider. Für Pion 3 ist doof, dass er Feuerodem hat. Er muss einfach nur zweimal auf Drachenklaue gehen. Er kann sowieso runterfahren, weil ich habe nichts, was ihn penetriert. Okay, er setzt eher ein, aber trotzdem, ja. Leider lebt sein Dingenskirchen sein Empoleon. Er kommt eh nochmal zur Drachenklaue. Genau. Also zum einen war das Event zu vollgestopft, dann halt das mit den Arena-Leitern. Ach ja, und ich habe kein einziges Shiny bekommen. Außer hier die aus Raids zwei Stück, einmal ein Ho-Oh und ein Lugia und das garantierte Gyarados. Ich weiß nicht, ob das bei mir irgendein Bug war, aber ich habe den ganzen Tag gespielt. Ich habe kein einziges Shiny bekommen. Ich habe von 9 bis 21 Uhr durchgezockt. Ja, das sind eigentlich meine einzigen Kritikpunkte. Sonst war das Event eigentlich recht geil. Gerade die schönen Raids mit unseren Telegram-Gruppen machen immer sehr viel Spaß. Und ja, ich war da sehr zufrieden. Hier kann ich drin bleiben übrigens.
Hoffentlich war es bei euch besser. So. Hier hätte ich in dem Fall eigentlich lieber Donnerblitz. Wir laden aber erstmal ultra viel Energie auf. Und schilden jetzt, würde ich mal sagen, oder? Ja, er geht auf Schmarotzer, das ist gut. Auch, dass wir eingesetzt haben, ist gut, weil jetzt dürfte er in der Theorie, wenn das jetzt durchgeht, keinen Schmarotzer mehr schaffen, ne? Ja, jetzt müsste ich runterfahren können. Genau, das war der Plan. Geh mal hier einfach raus. Wir haben noch eine bessere Antwort gegen Chrisse. Und in der Theorie müsste ich, glaube ich, sogar eine Blitzkanone leben, ne? Es lohnt sich nicht, Apokalypse zu schilden. Ja, war mir klar, dass du Blitzkanone hast. Aber die nimmt Apokalypse wie ein Mann. Du musst eh nochmal einsetzen, ne? Ja, nehmen wir. Nehmen wir Blitzkanone. Genau, hier müsst ihr auch gegen mit Blitzkanone ran. Ich denke mal, hier werde ich mich dann drauf gehen lassen. Oder? Ja, ich denke schon. Ja. So machen wir's. So, einsetzen. War klar. Und ich schilde definitiv lieber hier. Ja, ich habe zum Glück nochmal ausgeholt. Ja, aber zwei Knirscher werden nicht reichen, das ist das Problem. Ja, und die nächste Mundgewalt halte ich nicht stand wahrscheinlich. Nein, das ist verloren leider, der Kampf. Schade. Selbst mit einer Verteidigungssenkung wird das nicht reichen. Ja, Blitzkanone gegen Stil ist fies. Ja. Die werde ich vielleicht höchstens knapp überleben. Ja, aber richtig knapp. Da reicht eine Psychoklinge noch aus und gut ist. Schade. Ja, Mundgewalt macht echt zu viel. Gegen Pion Draghi. Ah, hätte ich vielleicht die Blitzkanone nicht schilden sollen? Ich weiß auch nicht. Ja, aber die hätte mehr Schaden wahrscheinlich verursacht als von Cresselia die Mundgewalt. So, das Set läuft jetzt gar nicht mal so gut. Ein bisschen mehr Konzentration. Ich habe übrigens gestern beim Event überhaupt keine Kampfliga gezockt. Also man kommt gar nicht ehrlich gesagt dazu. Dafür hat man gar keine Zeit. Man soll draußen rumlaufen, Raids machen, dann die Aufgaben machen, fangen,
Dann noch Go Better League spielen. Also dafür war das zu vollgestopft. Das hätte man auf 2 Tage aufteilen müssen, finde ich. Ich hatte übrigens die Silber-Edition. Hab das meiste auch geschafft, außer das mit den Arena-Leitern und die Zellibi-Aufgabe. Ja, aber die Habitate habe ich so alle geschafft und auch das Entwickeln habe ich alles geschafft. Okay, schlechte Führung. Gehen wir hier raus. Voltula, das ist in Ordnung. Ja, Voltula ist generell nervig für dieses Team, ne? Ja, du wirst eh auf Ladungsstoß gehen, ne? Okay, du gehst auf Anfallen. Wozu? Wozu gehst du auf Anfallen? Jetzt gehst du auf Ladungsstoß, anstatt gleich auf Ladungsstoß zu gehen. Ah, dann kann ich hier lässig runterfahren, ne? Ja. Du hast eine Fee. So. Ja, und? Den Charme werde ich jetzt schön rüber transferieren. Ja. Ja, kannst du mir auch einen Spukball drücken, das ist mir egal. Den überlebe ich ja noch. Oh. 2 Bubbles verpasst. Ah, ich glaube nicht, dass ich das trotzdem noch machen kann. Dafür tun die Charms weh. Ja, war klar, dass du nur noch auf Blubschall gehst. Jetzt wirst du runterfahren, ne? Ja, natürlich wirst du das. Natürlich wirst du das. Und somit habe ich leider verloren. Oh nein, du hast es eingesetzt, wa? Du hast noch gegen Doxus eingesetzt. Ah, dann hätte ich doch nicht gewechselt schon. Ja, ich muss hier Blubstrehler schilden, leider. Ja, mit Doxus kann ich nicht mehr viel machen. Jetzt wirst du hier schön an der Stelle. Ja. Ah, du hast sogar die Attacke. Schade. Sternhieb nimmt mich natürlich locker easy raus. Und jetzt kannst du mich runterschrauben, ne? Ja. Ja, Feen sind overpowered. Muss man so sagen. Oh, vielleicht hätte ich als erstes einfach einen Knirscher machen sollen, weil ich eigentlich hätte davon ausgehen können, dass du eh schildest. Ja. Knirscher wäre anfangs völlig besser gewesen. Und dann die Giftattacke. Schade, dass die Matschbombe nicht mehr gemacht hat. Na, runterfahren hätte ich wahrscheinlich nicht können. Ja, schwierig. Aber das Set ist schon mal negativ. Was aber überhaupt nicht schlimm ist.
Ich bin einfach noch geschlaucht von dem Event. Ich habe wirklich 12 Stunden durchgezogen. Ich habe jetzt von 21 Uhr noch Fanraids gemacht, also bis eben noch gerade Ho-Oh und sowas. Und ich bin einfach platt. So, Bisaflor. Wir machen eine Psycho. Ja, und gehen rüber. Regirock. Okay, gut. Wolltest wahrscheinlich eine Matschbombe abfangen, ne? Oh, Regirock hält leider so viel aus. Das ist das Problem. Okay, es war ein Ladertag in der Stadt. Interessant, dass den Regirock gewinnt. Ja, ich sollte dich jetzt outspeeden können. Ja, ich werde nochmal schön. Ich werde mir jetzt schnell noch ein bisschen mehr Energie besorgen. Eins, zwei, drei. Ja, gut, dass du nochmal einsetzt, weil mit Regirock machst du nicht mehr viel. Ja, das ist gut. Das ist gut, dass du damit reinkommst. Das ist sogar sehr gut. Oh, ich hätte eher einsetzen sollen. Das war doof. Stimmt, du hattest ja so schon so viel Energie. So, wir lassen die Wechseluhr schon mal runterlaufen ein bisschen. So, ja. Knirscher kommt. Okay, du schüttest sogar. Warum auch immer. Ja, Florostatue wird schmerzen, aber das ist mir Wumpe. Ehrlich gesagt. Ich habe einen Knirscher noch ready. Und hier kann ich ein Erdbeben ja eigentlich ziemlich locker tanken. So. Ja, das ist doof. Ich muss jetzt nämlich einsetzen. Wirst, naja, mit dieser Flock kannst du nicht runterfahren. Nee. Ja, okay. Ah, ich habe einen Knirscher ready. Du gewinnst den Gleichstand? Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, bitte lass mich runterfahren können. Komm. Oh, perfekt. Das hätte ich fast noch geworfen. Oh, Bisaflor gewinnt den Gleichstand gegen Pion Draghi. Das wundert mich eigentlich, weil Pion Draghi hat eigentlich auch keinen schlechten Angriff. Aber gut zu wissen fürs nächste Mal. Ein Sieg kam er wenigstens. Es wird zumindest kein 0 zu 5. Und danach machen wir natürlich noch ein Set. Dass ihr ja auch heute nochmal was zum Gucken habt. Ja, mal gucken.
Aber der Tag war echt heute echt anstrengend. Ich bin auch froh, gleich ins Bett zu gehen. Ich bin richtig müde. Ich mache jetzt nur das Video gleich fertig und ja. Deswegen auch nochmal dasselbe Team, weil ja, nochmal das Thumbnail nochmal neu gestalten und so. Bin ich ehrlich, heute nicht. Also heute gibt es nochmal dasselbe Team. Weil mir das auch gestern Spaß gemacht hat, das Team. So, El Dominikan. Schieß mich tot. Flunschlick ist in Ordnung, wenn auch ein bisschen doof. Weil, ja, das Problem ist, Deoxys hat nur Konter als effektive Attacken, ne? Ich darf hier aber auch nicht rausgehen, aber er wird eh auf Erdbeben gehen. Genau. Ich muss auch irgendwann einsetzen. Ich überlege auch, Deoxys einfach draufgehen zu lassen. Ja, das Steinhagel macht nothing. So, gehst du nochmal auf Erdbeben? Lass jetzt einfach mal durch. Ja. Ah, oh, du kannst natürlich runterfahren. Schade. Aber wir gehen im Aquaqualyp. Ja, auch das werde ich durchlassen. Oh, ich kann bestimmt nicht runterfahren, ne? Einmal schön runterfahren, ja, ne? Ja, Flunschlick ist natürlich ein Problem für das Team hier. Oh, hier habe ich jetzt Eisstrahl raus. Jetzt wirst du einen Konter wahrscheinlich für Apokalypse haben, ne? Ne, das ist aber kein Konter. Das ist aber kein Konter, mein Freund. Ah, da hast du 100 Pro Fiaro hinten, ne? Dann hast du 100 Pro ein Fiaro hinten. Okay, Schiss, dann kann ich rübergehen. Oder hast du Doppelfee? Du hast doppelte Fee, oder? Nee, du hast Fiaro hinten. So, Knirscher einmal. Oh, bitte lass mich nicht eingeloggt haben. Bitte. Oh, ich habe eingeloggt. Machen wir nur auf großartig, aber das reicht schon aus, ne? Nee, reicht nicht aus. Oh nein. Natürlich, natürlich, Leute. Warum? War so klar. Ja, jetzt wird die Fee zur Attacke kommen. Bevor ich vom Schwuckball bin. Ja, sonst hätte ich das gewinnen können. Sonst hätte ich das echt noch gewinnen können. Oder einfach auf Doppelknirscher gehen. Hätte wahrscheinlich auch schon gereicht. Ja, Doppelknirscher wäre es gewesen. Ich ärgere mich gerade. Ja, erstes Set war Dusseligkeit. 1 zu 4. Ja, tut schon ein bisschen weh, aber ja. Ach ja, und das Gute am Event war, endlich konnte ich meine zwei Puppeter, einmal Krypto 98 und einmal Normal 98 zu Despotar entwickeln. Mit Katapult und. Das Krypto habe ich auch sogar schon gepusht. Ist halt ein guter Raid-Angreifer. Halt im PvP leider nicht so gut. Finde ich eigentlich schade, dass Despotar nicht so gut ist im PvP.
So, Deoxys ist perfekt. Mautzinger. Mautzinger. Mautzinger, Mautzinger, Mautzinger. Schmarotzer 1 kommt, ja. Wäre schön, wenn ich das irgendwie abfangen könnte. Ah, du schüttest eh. Nein. War leider nicht abfangen möglich. Abfangbar. Einmal würde ich Nahkampf schilden. Ja, und den nächsten lasse ich einfach durch. Genau. Oh, natürlich fängst du den Knöscher genau ab, wenn ich den einsetzen will. Aber ich komme noch zur Matschbombe. Und entweder schüttest du oder dein Macho ist weg. Okay, du entscheidest dich für Macho ist weg. Och, das Viech. Natürlich kannst du jetzt runterfahren. Aber der Knöchel tut weh. Und wir gehen hier rein. Und ich werde nicht schilden. Flunschlick ist ein Problem für das Team. Würde ich gerne schilden. Ja, ich glaube, das habe ich schon verloren. Okay, du lässt drauf gehen. Dann ist das noch gar nicht so schlimm. Dann ist es noch gar nicht so schlimm. Wenn ich dann abfangen könnte. Du schildest nicht. Du schildest. Ah, du hast gesagt, ich köder mit Blubstrahl, ne? Schnell rüber. Ja, nein, ich köder nicht mit Spukball, mit Blubstrahl, weil ich gar keinen Blubstrahl habe. Und damit hast du den Kampf geschenkt. Ja, es ist schon mal vorteilhaft, wenn man vielleicht auch mal keinen Blubstrahl drauf hat. Weil denken die Leute, ja, der ködert bestimmt. Ich habe nichts zum Ködern. Ich habe nur Eisstrahl und Spukball. Oh, Mirror Match. Okay, interessant. Okay, du gewinnst leider den Ladetankenleerstand. Was aber nicht so schlimm ist eigentlich. Mal sehen, du hast bestimmt auch Steinhagel. Ja, irgendwie spielt hier jeder mit Steinhagel. Okay, und du machst gleich deinen nächsten hinterher, okay? Na, du kriegst den extra Konter, schade. Ja, dadurch, dass du den Extra-Konter gekriegt hast. Brauchst du jetzt nur noch auf Zischub gehen.
Ah, du hast den schon, okay. Ja, hier zu schilden bringt nichts mehr. Ich überlege gerade. Wäre doch schlauer mit Pio und Draghi runterzufahren, ne? Okay, Giratina ist jetzt kein so richtiger Counter, ne? Und ich glaube, ich schäde einfach lieber Giratina als Giratina. Problem ist, deine Drachenklauen machen auch schon Probleme. Aber du bist auch Schattenstoß, das ist gut. Das Problem ist, deine Feuerohren tun schon weh. Okay, du. So, Spukball kommt. Lässt du durch, okay. Wenn ich den Sporschnabel überlebe, das war echt gut. Ja, überlebe ich knapp. So, Knirscher kommt. Und der nächste. Und das sollte eigentlich schon reichen, oder? Ja, perfekt. Perfekto. Gut, dass du noch einen Giratina hinten hattest. Da war Apoqualypse echt in dem Kampf echt hier spitze. Hyperliga. Nächster Kampf. Komisch, das Set läuft jetzt wieder besser. Aber vielleicht habe ich auch meine Müdigkeit auch so ein bisschen überwunden. Ich muss aber noch gleich mit dem Hund raus und dann ab ins Bettchen. So, zack. Was? Cap? Nimm mal das einfach Cap. So, Fiaro ist in Ordnung. Eins, zwei, drei, vier. Ja, weil das schön sind wir. Und das haben wir abgefangen. Ist nur die Nitro-Ladung. Oh. Okay. Ach man, ich hasse Schlaraffel. Ja, lass ich durch. Leute, ich hasse Schlaraffel, ne? Ah, gut, dann kannst du wenigstens nicht so viel farmen. So, aber hier werde ich im Pion Ra gehen. Weil, ist einfach so. Oh, er hätte nicht gedacht, dass du einfach auf Sturzflug gehst gegen Dingskirchen. Oh, ja, das ist fies, Spammy. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich will es auch haben. Ich habe auch ein gutes noch in Planung. Aber mir fehlen die XL. So. Ah, oh, ich dachte, ich kann noch einmal ausholen. Ja, einmal schwierig.
Hä, ich hab doch gewechselt. Ja, dann kann ich auch runterfahren. Ich hab zwar eigentlich gewechselt, aber okay. Danke. Danke für gar nichts. Ja. Jetzt musst du schon schäden. Okay, du schädest nicht. Wechsel, wechsel. Och nee, noch ein Kristall. Ja, das ist verloren. Da ist mein Dingskirchen Pion Draghi zu down. Außerdem hat er noch ein Schild, er kann noch abfangen. Der Gegner hat ein richtig ekliges Team. Schade. Das habe ich selber verbockt. Ah, eine Mundgewalt tanken wir noch, ne? Das Problem, das eklige. Warum geht man da auf Strauchler? Am besten wäre es, wenn es jetzt wirklich Ladeattackenleistand wäre. Ja. Los, hau die Mundgewalt raus. Aber das ist eh verloren. Beziehungsweise Strauchler würde jetzt auch schon reichen. Ja. Ja, hier reicht jetzt auch Strauchler. Ja, keine Chance mehr. Ciao. Oh, ich lebe noch. Aber das bringt mir nichts. Du kannst runterfahren. Und die Zeit kommt. Ja, Cresselia ist auch fies. Da hätte ich mein Apoqualyp auch noch gerne gehabt. Aber heute irgendwie wenig Irokex unterwegs. Gerade mal eins gesehen, ne? So gegen June Sky. Nachtara. Okay, das ist, glaube, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ob gut oder schlecht. Habe jedenfalls den extra Konter hingekriegt. Ah, tut schon weh. So ein Schmarotzer abfangen wäre toll. Und wir schaffen das sogar. Was echt gut ist. Du bleibst drin. Du bleibst drin gegen Pion Draghi, okay. Soll ich eine Zuflucht schön? Nein. Nein. Auch wenn das echt schon. Okay, ich hätte sie schön sollen, oder? Ich hätte sie doch schön sollen. Ach, Mann. Oh, schade, hoffentlich schüttet sie jetzt. Nochmal. Perfekt. Dann kann ich hier rauf gehen. Ist das ein Schild wert? Eigentlich nicht, nein. Okay, es wäre ein Schild wert gewesen. Pusten wir erstmal die Fee weg. So, nach Tara macht die jetzt nicht mehr viel.
Ja, ich werde hier ein Schild investieren müssen. Vielleicht haben wir wieder Glück und hinten ist ein Fiaro. Nee. Ist aber auch nicht schlecht, was hinten ist. Nach Tarat Doppelfee, interessant. Vielleicht schaffe ich noch den Psychub. Okay, ich schaffe runter zu farmen, was noch besser ist. Und schaffe hier den Steinhagel. Wow, ich habe ein mit einem doppelt resistierten Kontern Togekiss runtergefarmt. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ah, das Team hier macht immer noch Spaß. Wäre ja lustig, wenn ich jetzt eben ein 1 zu 4 gemacht habe und jetzt nochmal ein 4 zu 1. Das wäre echt jetzt witzig. Ui, wir finden gleich einen Kampf. Ah, doch, das Event war trotzdem echt gut. Aber anstrengend und ja, manche Sachen haben mich gestört. Nidoqueen, das ist erstmal in Ordnung, würde ich sagen. Ja, drück deinen Giftzahn. Ich drücke meinen Psychoschub. Ja, war klar. Alle schön sie hier Nidoqueen. Ja, okay. Ersten Knöchel lassen wir definitiv durch. Ja, weil jetzt die Senkung kommt. Na, du kommst da ja vor mir zum Knöchel, ne? Ah, ich habe aber den Eisstrahl, ne? Will ich da einmal schilden? Ja, einmal will ich schilden. Aber diesmal kriegst du keine Attacke runter, was gut ist. Dich brauche ich noch für Nidoqueen. Ja, das tut weh. Oh, bitte schafft nicht die Attacke. Ah, du schaffst die Attacke. Ich hasse dich. Okay. Und er hat noch den Giftzahn ready. Schade. Ich überlebe. Das ist gut. Das heißt, zweimal Ziehschub hintereinander. Ja, macht jetzt nicht mehr so viel. Hier machen wir den Eisstrahl. Oh, gut, dass du mit Quack so reinkommst. Bitte lass mich das überleben. Ah, eigentlich müsste ich das überleben. Komm, ich habe einen Spuckball ready. Ja. Sehr schön. Und dann springe ich in mein Pion Draghi, ne? Ja. Wichtig noch nicht einsetzen. Was? Alter, wie schnell hast du Erdbeben?
Damit habe ich. Boah, wie. Ja, ich unterschätze immer Quaxo. Quaxo unterschätze ich grundsätzlich immer leider. Oh, hätte ich doch mal Knirscher eingesetzt. Ich dachte, du fängst ab. Oh, das ärgert mich gerade. Oh, Capuno, hallo. Lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Und ich muss zugeben, im Event habe ich auch irgendwie gar keine Pokébälle wirklich verloren. Ich habe eher dazu bekommen. Obwohl ich ganzen Tag gespielt habe, habe ich eigentlich eher Bälle dazu bekommen als verloren. Okay, es war jetzt nur ein 3 zu 2, aber das ist egal. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, das Team hier macht Spaß. Und ja, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.